Der imposante Lübecker Dom ist ja wohl die perfekte Bühne, wenn der Moskauer Kathedralchor zu Besuch kommt. Russische Weihnacht, so heißt das Programm auf dieser Tournee durch Norddeutschland. So sieht es aus, wenn die besten Sänger Russlands miteinander flirten. Um hier zu singen, dafür haben Jewgenia und die 40 anderen hart gearbeitet. Wenn die Akustik des Lübecker Doms getestet wird, hört es sich so an. Jahrhundertealte Gesangskunst in höchster Perfektion in die Welt tragen. Das ist das Ziel. Deshalb ist die Aufnahmeprüfung hart. Nur große Talente bekommen überhaupt eine Chance, ihre Stimme an der berühmten Moskauer Chorkunstakademie ausbilden zu lassen. In einer Kirche zu singen, egal ob es eine orthodoxe, katholische oder welche auch immer ist, das ist einfach ein großes Vergnügen. Es ist eben ein ganz besonderer Ort mit einer Akustik, wo sich meine Stimme erst entfalten kann. Zur Weihnachtszeit tourt der Chor um die Welt mit geistlichen und volkstümlichen Liedern aus Russland. Jahrhundertealte Gesänge von tiefer Gläubigkeit, die die Menschen in ihren Bann ziehen. Stimmungsvolle Zeremonien aus den orthodoxen Kirchen Russlands, die auch gut nach Lübeck passen. In Deutschland passieren manchmal seltsame Dinge während unserer Konzerte. Die Zuhörer reagieren viel emotionaler als bei uns. Manchmal ist der Gesang eben auch tief traurig. Da fließen auch immer wieder Tränen. Klassische und volkstümliche Lieder aus Russland mit einem internationalen Touch zum Schluss. Wenn der Moskauer Kathedralchor auftritt, passt das alles in die Gemäuer des Lübecker Doms in der Vorweihnachtszeit.